Dieser Mann erkannte, wie wichtig Handhygiene ist, vor allem nachdem man eine Leiche auseinandergenommen hat. Dafür wurde er aber ausgelacht und verspottet. Ignaz Semmelweis bemerkte einen großen Unterschied im Auftreten von Kindbettfieber, was in den meisten Fällen tödlich endete, zwischen zwei Geburtsstationen des Wiener AKH. Auf der einen Station arbeiteten Ärzte und Medizinstudenten und dort war die Sterblichkeitsrate dreimal höher als auf der anderen Station, die Hebammenschwestern ausbildete. Ursache waren aber die verunreinigten Finger der Ärzte und Medizinstudenten, die nach einer Autopsie direkt in den Kreissaal oder auf die Geburtsstation gingen. Handhygiene wurde, wenn, dann nur sporadisch durchgeführt. Semmelweis ordnete an, die Hände mit Seife und Chlorlösung zu waschen und siehe da, die Sterblichkeitsrate sank rapide. Die Anerkennung und konsequente Umsetzung der Maßnahmen blieb aus. Er bezeichnete seine Kollegen als Mörder, weil sie fahrlässig handelten. Diese wiederum ließen ihn in eine Irrenanstalt einweisen, wo er kurze Zeit später auf ungeklärte Art und Weise verstarb.